Kommilitonen quasi erschossen werden. Und das ist, ich glaube, die Revolution kommt ja immer aus einer Not heraus und ist natürlich, die Not ist auch da, dass man sich besöhnt. Und ich glaube, die sind auch da nicht so dogmatisch, aber die sind schon sehr wütend und die sind sehr fordernd. Die fordern was. Die fordern auch, wenn sie sagen, wenn zum Beispiel, wenn ich angeschrieben werde und die sagen, ihr habt das und das und das zum Beispiel von meiner Generation, ihr habt eure Leben 20 Jahre lang mit unsere Leben und eure Leben mit Reformismus verplappert. Wenn ich sage, ich gehörte nicht dazu, heißt es, ja, es geht nicht um dich, es geht um deine Generation. Was hast du dafür gemacht, dass es besser wird? So, ich kann dann mich da nicht rausreden und sagen, ey, ich war immer gegen diese reformistische Euphorie und so weiter und so fort. Von daher denke ich, dass sie doch, die sind schon bewusster, sie haben auch andere Zugänge, muss man auch sagen. Also die sind die konsumieren auch die Medien, die haben Zugang zu Sprachen, unterschiedliche Sprachen. Durch diese sozialen Netzwerke wissen sie auch mehr voneinander in dem Land. So dass ein Alireza Manfaret in Ahvaz, ein schwuler Junge, der von der Familie quasi umgebracht wurde, genauso tickt wie keine Ahnung, Mehrstadt in Arak oder wie keine Ahnung, die Jugendlichen, die in Teheran und Karaj ermordet wurden. Die verstehen sich, die sehen sich in Jina Mahsa Amini. Die haben kein Problem mit ihr, weil sie Kurdin ist und so weiter und so fort. Das muss man, glaube ich, schon realisieren. Wenn ich das so sagen darf, also erstmal, ich habe nur gesagt, wie es war, in diesem Punkt naiv, wie war, habe ich vorher was anderes gesagt und ein bisschen Handwissen. Aber in diesem Punkt naiv, dass wir geglaubt haben, wir können alleine, also aus eigener Kraft, die Gesellschaft verändern, das System verändern. Und dann haben wir gesehen, oh, da spielen die Weltmächte doch eine Rolle. Und wenn man das Buch von Bazargan, das ist der erste Ministerpräsident nach der Revolution, also Khomeini hat ihn ernannt, wenn man sein Buch liest, das heißt die iranische Revolution in zwei Fahrwasser, wenn ich mich nicht irre. Zwei Fahrwasserbewegungen. Da sagt er, dass die revolutionäre Bewegung, die Führer der Revolution, damals revolutionäre Bewegung oder später Revolution, mit Rumänien an der Spitze, haben das Ja, also die Zustimmung der westlichen Länder geholt. Das heißt, Sadr Tabatabai zum Beispiel war, nach seiner Aussage in seinem Buch, war der Verbindungsmann zwischen Khomeini und der Bundesrepublik, also der Bundesregierung damals, nicht BRD. Und er hat die Zustimmung von der BRD-Regierung geholt. Nicht? Und ohne hätte der Westen, also sie haben dem Westen versprochen, sozusagen, wir werden alle Verträge, die das Schah-Regime beschlossen hat, werden alle einhalten, wir würden das und jenes, also sie haben erstmal alles schön geredet und dann wurde halt ihnen sozusagen geholfen in unterschiedlicher Weise, medial, Geld und so weiter und so fort. Also ich sage nur naiv in diesem Sinne. Zweitens ist es ja so, dass das islamische Regime, wir haben von Anfang an gedacht, viele haben zu lange gedacht, dass es Idioten sind und ich bin es können doch nicht einen Staat führen. So, und da, das ist bis heute bei manchen immer noch der Fall. Bei einem Teil der Linken, Moskau-treu meine ich wirklich Moskau-treu, weil als es die Sowjetunion gab, sie waren Kommunisten und jetzt sind sie Anhänger von Putin, dass sie immer noch glauben, also dass man das irgendwie ändern kann. Die Mullahs sind sehr schlau. Sie spielen seit 44 Jahren mit der Welt. Sie erfinden das Unmöglichste überhaupt, ja, Reforma und bla bla, und dann kommt einer wie Rouhani, gemäßigte Hardliner, also sie erfinden so auch Worte, ja, und dann Rechte und Linke und dann, also das heißt, und die Regierungen, fast überall in der Welt, würde ich sagen, in vielen Ländern, in den meisten Ländern, die glauben diese sozusagen,
Aussagen dieses Regimes. Und dazu muss man sagen, es ist nicht nur jetzt dieses Regime Teheran, was macht, sondern das sind ihre Vasallen, ihre Lobbyisten im Ausland, die genau gewusst haben, was sie in diesen 40 Jahren machen. Die haben Medien aufgebaut. In fast allen großen Sprachen gibt es Medien, also Fernsehanstalten, jetzt sowieso 1000 Webseiten, Englisch, Französisch, Spanisch. Und dann haben manche von ihnen sogar große Firmen, Beraterfirmen gegründet und dann sind sie sozusagen der Politik nahe gekommen, also nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt, in den USA auch. Und die wurden dann zu Beratern der Regierung. Auch in Deutschland haben wir das Beispiel gehabt. Neulich wurde auch darüber geschrieben. Und diese Lobbyisten, die haben natürlich, das sind auch nicht dumme Menschen, das sind sehr intelligente Menschen, die wussten, dass sie medial viel erreichen können. Also die Islamische Republik, ich mach's kurz, die Islamische Republik hat niemals in diesen 44 Jahren nicht ein einziges Mal gezeigt, dass sie Angst hat vor den Großmächten, ob Westen oder Osten. Wovor sie Angst haben, ist die Macht der Frauen als erstes, als zweites die Macht der Medien. Und deshalb haben sie einen Medienkrieg, das nennen sie auch so, angefangen schon vor zig Jahren. Und medial machen sie viel. Und es gibt eine Cyberarmee im Iran. Nach unterschiedlichen Angaben hat diese Armee zwischen 5.000 bis 8.000 Menschen, die Tag und Nacht dran sitzen, Fake News veröffentlichen und versuchen, auf Menschen der ganzen Welt Einfluss zu nehmen. Und das sind ganz einfache Accounts. Ja? Das heißt, sogar Claudia Mannesmann oder irgend sowas. Aber das kommt von der iranischen Armee und die können in allen Sprachen übersetzen sie Texte. Ich hoffe, hier sitzt gerade keine Claudia Mannesmann. Ja, und Medien. Und es gibt ein Online-Magazin, das heißt Iran-Journal. Ich kenne zufällig den Leiter von diesem. Also jetzt im Ernst, also wir arbeiten seit 11 Jahren, sagen wir, nicht als Umstürzer. Wir wollen nicht das Regime stützen und irgendein anderes System aufbauen. Wir berichten nur über das, was im Iran passiert. Und diese Lobbyisten, die haben in diesen 11 Jahren gegen uns gekämpft. Die haben so viele Medien und ich habe einmal einem von ihnen gesagt, ihr habt so viele Medien, wieso könnt ihr nicht ein kleines Ding, was wir haben, ja, also das Budget von diesem Online-Magazin ist wirklich weniger als eine einzige Person bei der Deutschen Welle, wo ich arbeite in der Regel. Und wieso könnt ihr das alles, ihr könnt nicht keine kritische Stimme. Und ja, aber im Iran werden nicht nur jetzt Menschen getötet. Guck mal, die Straße, ich sag, soll ich jetzt über Straßenbau im Iran schreiben? Also das ist doch Witz, das macht die Untertanen nach. Und das haben sie gelernt, die sind sehr schlau und die wissen auch, ich glaube, sie haben noch Pläne, sie spielen jetzt mit dem Atomabkommen und so weiter und so fort. Also wenn man denkt, die sind dumm, hat man schon verloren gegen die. Ja. Und was Entschuldigung angeht... So wie bei den Rechten hier, da denken ja immer noch Leute, die sind dumm, aber das sind sie ja überhaupt nicht. Ja. Sie sind sehr gut vernetzt. Sehr smart und sie wissen ganz genau, was sie tun. Ja. Aber womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass die Diaspora nach 43 Jahren aufwacht, dass diese Nachrichten, die Ermordung von Gina Amini und die anderen Morde, die Hinrichtung, vorher gab es tausende Hinrichtungen, jedes Jahr weiß ich nicht, 500, über 500 Hinrichtungen, keiner hat es gekümmert, aber jetzt erreichen uns diese Bilder fast in Echtzeit. Jetzt bekommen wir tagtäglich über die sozialen Medien mit, was passiert. Wir sind alle wach, wir sind viel, viel besser informiert, als wir es von einem Jahr noch waren. Wir haben hier einen Saal sitzen mit 200 Menschen. Was bringt uns das? Wir alle hier sind Teil des Westens. Du hast gerade davon gesprochen, diese Zustimmung des Westens, die man dem Mullah-Regime entziehen muss. Wie können wir hier helfen, dass diese Dinge vorangetrieben werden, dass die Revolution vorangetrieben wird, dass die Opposition im Iran gestärkt wird? Soll ich darauf eingehen? Sehr gerne. Also erstmal, man hat einmalig
uns die Gelegenheit gegeben, weil ich ja seit Jahren schon schreibe über die soziale Bewegung in dem Iran und ich habe immer wieder versucht, auch mit dieser sozialen Bewegung in Themen in deutschen Medien Plätze zu kriegen. Und das hat man nicht geschafft. Man hat es geschafft, wenn man über Atomverhandlungen gesprochen hat, über Reformen und so weiter und so fort. Aber man war nicht so interessiert darüber, was da alles für soziale Bewegungen im Iran gibt. Man hat das auch nicht geglaubt, wenn wir das erzählt haben. Man hat gedacht, dass wir über unsere Wünsche sprechen und das als Analyse packen. Ich glaube, diesmal, als man gesehen hat, dass nach dem Mord von Jina Amini quasi das ganze Land auf der Straße war, war man erstmal, es war ein historischer Moment in der Tat, weil es zum ersten Mal in unserer Geschichte dazu gekommen ist, dass ein Mord an einer Frau, staatlicher Mord, verbunden mit dem Thema Zwangsverschleierung, überhaupt dafür gesorgt hat, dass Menschen massenhaft auf der Straße kommen. Und zwar dann, dass, also die zweite historische Sache war, dass es zum ersten Mal überhaupt eine Sache, die in Kurdistan angefangen hat, so landesweit unterstützt wurde und auch mit der Parole Frau liebende Freiheit quasi inhaltlich auch was von Kurdistan mitgenommen hat und nach außen getragen hat, das internationalisiert hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, über diese Veränderungen, über diese rasche Veränderungen, waren die Medien, man war nicht hier vorbereitet. Man hat es jahrelang nicht, man hat uns nicht geglaubt. Sogar die iranische Diaspora hat uns nicht geglaubt. Man hat uns für Verrückte gehalten, wenn wir gesagt haben, wir haben Frauenbewegung, wir haben Queer-Bewegung, wir haben Arbeiterbewegung, wir haben landesweite Proteste der Lehrenden. Dreimal haben sie in den letzten Jahren landesweite Streiks organisiert. Wir haben Streiks in kleinen und großen Fabriken. Wir haben immer wieder neue Aufstände, neue Explosionen, landesweite Proteste. Und es beruhigt sich einfach im Iran nicht. Man bekommt es sehr wenig mit. Aber es ist jeden Tag passiert, dass Kämpfe sind sichtbar geworden. Auch die Kämpfe gegen die Zwangsverschleierungsmaßnahmen wurden immer sichtbarer und immer politischer. Man hat es hier nicht so richtig wahrgenommen. Okay, es sind ein paar Kampagnen, die werden von außen gesteuert. Okay, die eine